Herzlich willkommen zu Highrise City. Wir sind in der dritten Folge. In der letzten Folge haben wir hier die Bürgermeistervilla gebaut und eine Grundschule. Hier ist richtig was los mit Bushaltestelle davor und Sportplatz im hinteren Bereich und. Es werden Bewohner gefordert. Wir brauchen neue Einwohner. Und um die nächste Stufe zu kriegen hier, um eine Ortschaft zu werden, brauchen wir 1800 Angestelltenwohnungen. Das ist praktisch die Stufe 2 der Bewohner. Und deswegen werden wir jetzt hier mal ein neues Gebiet einzeichnen. So, und dann machen wir hier raus, machen wir nämlich die Stufe 2. So, Bretter, Ziegel, das sieht eigentlich ganz gut aus. Dämmmaterial ist auch auf Anschlag. Warum ist das hier verschoben? Liegt das an der Landschaft? Wahrscheinlich. Hier ist auch eine Lücke drin in der Mitte. Ich überlege jetzt gerade, ob ich die Gebiete kleiner mache. Ob ich hier eine Straße noch durchziehe. Wir gucken erstmal, wie die Stufe 2 Gebäude aussehen. So baut. Ah, okay, es werden auf jeden Fall mehr so Plattenbauten werden, wenn ich das hier sehe. Zack, 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 zack. Oh, ja, das ist auf jeden Fall... Ui. Da ist ganz schön Schatten auf die Häuser da hinten, ne? Wow, was kommt denn da hin? Oh, hier Familie, wie heißen sie? Wilde? Ist jetzt bestimmt nicht so oder amused, weil die Sonne wird hier direkt mal... Sind wir direkt im Schatten. Zack. So, wie viel sind das jetzt? Okay. Ja. Bisschen weniger als die Hälfte haben wir jetzt schon. Aber ich glaube schon, dass wir hier vielleicht noch eine Querstraße bauen sollten. Dass wir vielleicht doch noch hier von da nach da ziehen. Um einfach die Möglichkeit zu haben, dass sie ein bisschen anders abbiegen können, ne? Okay. Cool. Die Sonnenstraße. Na, da will man doch wohnen, oder? In der Sonnenstraße. Machen wir die Sonnenstraße direkt mal eine Stufe breiter. Ich denke, das passt soweit. So, was wird jetzt benötigt? Arbeitsplätze werden benötigt. Sehr schön, aber so weit sind wir noch nicht, ne? Um in die nächste Stufe zu kommen, weil dann kommen, glaube ich, erst die Gebäude, die die Angestellten brauchen. Ich bin mir unsicher, ich weiß nicht. Soweit habe ich noch nicht wirklich gespielt. Ich habe so ein bisschen reingespielt, aber habe mir erstmal die Grundlagen angeguckt von dem Spiel. So, wir können ja mal gucken, was wir an Arbeitsplätzen zur Verfügung haben. Wir haben ja beim letzten Mal haben wir freigeschaltet Textil und Möbel. Das können wir zum Beispiel machen. Die Spedition ist ziemlich ausgelastet hier unten. Was haben wir hier für eine Aufgabe? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Baue eine Ziegelei. Dann kriegen wir die Fischer auf Stufe 2. Eine Ziegelei noch dazu. Gut, wir können exportieren, ne? Ja, Ziegel gehen auch runter. Weißt du was, das werden wir auch machen. Dann bauen wir direkt hier noch eine Lehmgrube. Das war doch 1:1, ne? Ja. Bauen wir noch eine Lehmgrube hier hin. Die ist auf 100%. Und eine Ziegelei. Die drehen wir mal ein bisschen. Machen wir hier auch neben die Spedition. Dann können wir nämlich den Überschuss, was wir produzieren an Ziegeln, können wir verkaufen. Und wir haben die Fische auf Stufe 2. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Fisch rein, weil ich glaube, das dürfte jetzt auch... Ah, exakt. 15 auf 15. Mal gucken. So, Arbeiter können dort anfangen. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr. Aufgabe abschließen. Neue Gebäude verfügbar. Genau, Fischer Stufe 2. Da sind wir hier. Dann machen wir das doch direkt mal. Ich glaube, es gab auch irgendwie einen Button, wo ich direkt mit upgraden kann. Aber wir machen es jetzt einfach auf diese Weise. Zack, zack. So, dann müsste auch die Fischproduktion entsprechend nach oben gehen. Ich denke mal einfach, die Aufgaben, die kommen so spät. Also wahrscheinlich hat das Spiel noch gar nicht verlangt, dass ich die erste hätte bauen müssen.
So, aber wenn wir eine Überproduktion haben, können wir verkaufen. So, Wohngebiete brauchen wir noch neue. Dann erweitern wir doch dieses Gebiet hier einfach mal. Mit dieser Stufe 2. Und dann müssten wir eigentlich... Fehlende Ressourcen. Was fehlt uns denn? Was kosten die denn so viel? Ziegel. Ja, das ist doch perfekt, dass wir die zweite Ziegelei gebaut haben. Dann geht das doch Hand in Hand. Haben wir den Lärchenweg? Den werten wir jetzt auch schon mal auf. So, Bewohner sind gedeckt. Wasser fehlt. Das ist ein absolutes Argument. Und ich glaube nicht, dass Wasser fehlt von der Abdeckung, ne? Nee, das ist nicht das Problem, sondern die Förderung von Wasser. So, das ist eine blöde Ansicht. Wir gehen mal da raus. Wasser. Wasserturm. Eigentlich ist ja wurscht, wo wir das zapfen, oder? Hier bei der Mülldeponie ist bestimmt gut, wenn wir da Frischwasser zapfen. Da freuen die sich. Hier im Hafen können wir noch Wasser zapfen, oder? Ist das nicht möglich? Hier unten. Wo ist denn hier? Ich habe die Übersicht über Wasser. Das ist auch eine Ressource. Hier ist eine Ressource. Ah ja, jetzt ja. Produktion 6000. Ah, den müssen wir noch anzapfen. Zack. So, angeschlossen. Jetzt müsste es auf jeden Fall höher sein. Ja, jetzt haben wir 12.000 und 6.200 wird benötigt. Da haben wir erstmal eine Zeit lang Ruhe. So, jetzt sind hier wieder Bewohner benötigt. Der grüne Balken geht nach oben und auch Arbeitsplätze. Da kümmern wir uns gleich drum. Wir machen jetzt erstmal die Bewohner. Zack, da fehlen Ressourcen, aber somit können wir das ein bisschen ausbauen. Und wir wollten ja hier neue Sachen produzieren. Was machen wir? Klamotten? Was brauchen die denn für... Was haben die für einen Anspruch? Also, Wassermüll passt. Obst, Gemüse passt auch. Die brauchen das alles. Die brauchen auch noch Chili. Gewürze sind das. Und sehr viel Einfluss ist das Gesundheitssystem. Okay. Sehr viel Einfluss das Gesundheitssystem. Das sollte man mal, sollte man als erstes angehen. Waren die nicht in dem Bereich? Ah, da vorne ist es, es geht nicht bis darüber. Ich verstehe. Okay. Dann setzen wir das Ding so, dass wir hier schön erweitern können. Setze ich hier in die Ecke. Oder hier rüber, das war das. Nee, es macht kaum einen Unterschied. So. Und dann müssen die auch abgedeckt sein und wieder zufrieden sein. So, nur warten, bis es gebaut worden ist. Und Katsching. Sehr schön. Das ist gut, dann fehlt eine Unterhaltung. So, dann machen wir weiter. Fangen wir an mit Klamotten. Klamotten und Textilien. Wie viel Arbeitslosenquote haben wir? 25%, ja. Fangen wir mit Klamotten an. Klamotten werden hergestellt aus Schafsfarm bzw. aus Wolle. Da produzieren wir eine und wir können hier mit einer Schafsfarm... Gut, da ist die Größe nicht, weil wir können die Schafsfarm sehr groß bauen. Das habe ich schon ausprobiert. Und Farbe. Farbe können wir noch nicht produzieren. Das heißt, wir müssen Farbe einkaufen. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Hafen und kaufen ein bisschen Farbe ein. Da. Und ich hätte gern immer 10 Farbe. Ich denke, das müsste reichen. Und hier machen wir mal wieder auf 50. Passt schon. So, jetzt Schafe bauen. Wo machen wir die Schafsfarm hin? Wir haben hier oben, haben wir ja ausgebaut, ne? Da könnten wir hier vielleicht noch eine Spedition hinsetzen. Guck mir ganz kurz mal an. Können wir schon in die nächste Stufe? Ne, können wir noch nicht. Also, die sind ziemlich ausgelassen. Das heißt, wir brauchen eine zweite Spedition. Deswegen würde ich sagen, setzen wir die hier oben hier hin. Oder hier so hin. Hier in die Ecke vielleicht. Dass wir hier die Straße erweitern. So. Bis hierhin. Und jetzt wollen wir eine schicke Schafsfarm. Machen wir hier das hier so lang.
Oh. Mittelgroße Kraftwerk ist in der Nähe. Gleich nicht mehr. Da. Dann muss ich hier mal ein bisschen ranrücken, oder? Dich verschiebe ich auch mal hier ran. So. Jetzt müsste ich aber die Straße ziehen können. Ich mache die mal bis hier, die Schafsfarm. Ich weiß nicht genau, wie viel wir da brauchen, aber ich denke mal, das passt so ganz gut. Oh, Ressourcen fehlen. Was fehlt uns denn hier? Werkzeuge? Nein. Bretter auch nicht. Was? Bauressourcen fehlen. 24 Werkzeuge und 94 Bretter. Oh ja, warte mal. Da müssen wir mal hier in den Hafen gehen und unseren Bretterexport verändern. Wir brauchen 100 Bretter. Gut, dann kann ich die Bretter auch, den Bretterverkauf auch abbrechen. Das ist ja auch Quatsch, ne? Wir haben eh nicht mehr als 100, glaube ich, aktuell. Haben wir denn irgendwo eine krasse Überproduktion? Müll, wir können Müll exportieren. Oh, guck mal, die Fischproduktion ist durch das Upgrade richtig nach oben gegangen. So, komm, ich brauche 96 Bretter. Gib mir mal 96 Bretter, damit ich die Schaffarm bauen kann. Oder wie waren das? 94. 85. Und wir können Müllverbrennung hier irgendwo hinpacken, ne? Vielleicht nicht neben die Obstfelder, können wir vielleicht ein bisschen hier außerhalb hinsetzen dann. Brenzler? Die haben keinen Feuerwehrbereich. Ach du Güte, wo ist denn die nächste Feuerwehr? Ja, das ist so ein grauer Fleck. Hier oben, da ist überhaupt nichts geschützt. Und auch wenn die Schafsfarm herkommt, sind die bestimmt auch irgendwie ganz dankbar, wenn hier noch ein bisschen was an Schutz ist, ne? So, machen wir hier mal hin. Aufgabe, eine Gemüsefarm zu bauen. Ja, wir haben 20 Minuten Zeit. So, 100%, nice. Das heißt, wir bauen jetzt hier die Schafsfarm hin. Wo machen wir die Spedition hin? Da ist die nächste. Dann mache ich die Spedition hier oben hin. Dann. So, da ist eine Schafsfarm. Jetzt macht's gleich mehr. Passt auf. Gleich. Ein paar Schafe. Nice. So, die hätten auch gern Poli... Was? Das langt nicht bis darüber? Ah, okay, ich verstehe. Dann müssen wir das Ding noch verschieben. Ich baue die jetzt einfach hier so hin. Das sind 4, 2... Machen wir mal da hin und machen auch gleich noch eine Feuerwehr hin. Ne, das war die Feuerwehr, ne? Das war die Feuerwehr, braune Polizei. Jetzt müsste ich das hier gleich beruhigen, wenn die Polizei gebaut ist. Sehr gut. So, Spedition ist gebaut. Jetzt müssen wir, da wir hier Wolle produzieren und Lack einkaufen oder Farben einkaufen, machen wir die Textilfabrik. Und die kommt hier daneben. So, jetzt will ich nochmal gucken wegen Wasser und Co. Ja, das habe ich nämlich gedacht. Sehr schön, haben wir das auch abgedeckt. Sieht hier oben aus. Da können wir auch direkt weiterziehen. Cool. Okay. So, jetzt müssten wir eigentlich Klamotten produzieren. Na gut, Wolle fehlt noch, ne? Die muss erstmal ankommen hier in dem Betrieb. Ressourcen fehlen, ja, ist ein Argument.
Guck mal, die produzieren fleißig Wolle. 26 Wolle, 27 Wolle, 28 Wolle. Und dann müsste die Produktion das hier gleich abholen. Da kommt die Spedition. Hier wird Wolle eingeliefert. Da, jetzt ist sie da. Jetzt liefert die Produktion hoch. Es fehlen 14 Büros. Ah ja, okay, wir brauchen mehr Büros. Jetzt ist halt die Frage, ich würde jetzt sogar mal diese Stufe 2 Büros bauen, oder? Ist das notwendig? Ich habe keine Ahnung, weil es gibt ja die hier. Ich baue jetzt mal hier Stufe 2 Büros hin. Die mache ich jetzt hier gegenüber. Mal gucken, ob das reicht, wenn es gebaut ist. Schauen wir mal. Da steht einer auf dem Dach. Was machst denn du hier? Sehen ganz schön detailliert aus, die Figuren, ne? Für so ein Aufbauspiel. Steht auf dem Dach und gammelt rum. Sind hier noch mehr auf den Dächern? Ist das irgendwie so ein Ding? Boah, schick, guckt euch das mal an. Hier mit Dachterrasse, mit Sandkasten auf dem Dach. Und Sonnendeck. Nice. Cool, was sagt jetzt hinten die Schafsproduktion? Ja, das hat sich beruhigt. So, wir brauchen jede Menge Bewohner, wenn ich das hier oben sehe. Deswegen bauen wir jetzt die großen Gebäude. Wie sieht es denn da von den Bedürfnissen aus? Ich würde sagen, wir machen erstmal Möbel. Und dann bauen wir das weiter aus. Wie viel Einfluss hat das hier? Etwas? Etwas. Okay, es geht. Und Freizeit wollen sie auch haben noch. Gut, dann können wir die trotzdem bauen. Das geht schon. Gucken, ob das langt. Ich würde gerne mal wissen, ob die Gebäude sich später noch anders verbinden miteinander. Ja. Aber das langt noch nicht ganz. Machen wir das hier noch zu. Und da. Und? Neue Gebäude verfügbar. Sehr schön, wir haben es geschafft. Wir sind eine Ortschaft. Und haben ein Forschungszentrum, eine Werkzeugschmiede. Ah, jetzt können wir Werkzeuge bald selber produzieren. Ziemlich nice. So, das müsste eigentlich reichen, um hier den Bedarf zu decken. Ah, die Aufgabe, genau. Was sollte man machen? Eine Gemüsefarm. Ich denke mal, das ist sowieso nicht schlecht, weil Gemüse jetzt auf jeden Fall mehr benötigt wird. Wo machen wir denn die Gemüsefarm hin? Wir brauchen auf jeden Fall eine große Fläche. Also hier unten würde ich jetzt nicht bauen, weil wir haben doch hier Krankenhaus und Co. Hier Schule. Na, können wir auch hier einen bauen eigentlich. Oder wir machen hier unten was hinten. Hier unten ist, glaube ich, gut. Dann machen wir hier eine große Gemüsefarm. Dann können wir die Spedition hier ein bisschen mehr auslasten. Machen wir gerade. Nein, die hier. Aber dann können wir das hier eigentlich so am Wasser entlang ziehen. Wobei, vielleicht brauchen wir hier noch Fischereien. Nee, das machen wir nicht. So. Ach so, wenn hier aber die Spedition ist, können wir die versetzen? Spiel gespeichert. Ja, können wir versetzen. Dann setze ich die hier rüber. Dann können wir das nämlich hier als Gemüsefarm nutzen. Ich bin mir nur unsicher, ob das groß genug ist. Was kostet mich denn das nächste Gebiet hier drüben? 290.000. Und das ist sehr viel Wasser drin. Kostet das genauso viel? Na, das ist dann, das wäre ja ziemlich dämlich, wenn ich das so kaufen würde, ne? Also wäre ja völlige Verschwendung, wenn ich hier 290.000 in so ein riesen Wassergebiet mit einzahle. Dann machen wir das doch hier oben. Da ist der Holzfäller. Wir haben noch 12 Minuten. Dann ziehe ich das hier runter und mache hier eine Straße entlang, machen hier eine Gemüsefarm raus, oder?
So, dann machen wir hier erstmal. Was ist jetzt los? Ihre Planung und Ihr Weitblick sind erstaunlich. Ja, sicher. Die Regierungen belohnen ihren Fortschritt mit dem Forschungszentrum, unserem vielleicht mächtigsten Werkzeug. Durch die anhaltenden Krisen auf der Welt stehen uns die besten Wissenschaftler und Ingenieure zur Verfügung. Schauen Sie sich die Forschungsbereiche in Ruhe an und entscheiden Sie, welche Forschung die beste Wahl für Ihre Stadt ist. Zeit für Fehlschläge haben wir nicht mehr. Ja, jetzt setze mich auch unter Druck, jetzt lass mich in Ruhe. Wir forschen schon noch. So, warte mal, dann werden wir die nochmal abreißen. Und ich ziehe die hier erstmal rüber bis da. Und dann die bis da. So, dann können wir doch hier das Gebiet nutzen. Jetzt als, was ist das? Gemüsefarm. Die Spedition ist da, deswegen kommt das da an die Ecke. Es gibt einen Mangel an Obst. Und Strom fehlt auch, ne? Insgesamt, ja. Es gibt einen Mangel an Gemüse. Jetzt kommt's doch. Jetzt dreh doch mal nicht durch. Neue Gebäude verfügbar. Was war das jetzt nochmal, was erweitert worden ist? Ah, ja, jetzt habe ich wieder nicht gelesen. Ich finde es schade, dass ich das nicht im Nachgang nachlesen kann. War das Fischer Stufe 3? Gut, dass ich die Regie habe. Ja. Und haben wir denn überhaupt Fischmangel? Nö, eigentlich nicht. Naja, gut. Ist schon mal gut zu wissen, damit wir das hier nicht... Wir können ja mal so ein oder zwei auf die nächste Stufe bringen und dann haben wir auf jeden Fall eine kleine Überproduktion. So, das haben wir erledigt. Das haben wir erledigt. Es mangelt an Obst und Gemüse. Gemüse kommt jetzt. Obst, ja, Obst brauchen wir auf jeden Fall auch. Gemüse müsste ja durch diese Farm sich entsprechend erweitern. Was ist das? Das ist der Holzfäller, ne? Wenn ich dem das Gebiet hier wegnehme, der dürfte auch nicht mehr so effektiv arbeiten. Ja, das ist bei 50%. Guck mal, die ganzen Felder nehmen ihm seine Arbeit hier weg. Vielleicht sollte man das hier vorne hinsetzen. Wie seid ihr hier ausgelastet? Gar nicht. Die schlafen alle. Was? Habe ich hier was abgeschaltet? Nein, an. An. Auch an. Auch an. Okay, dann können wir das doch hier hinten nutzen, würde ich sagen. Ja. Dann können wir hier Felder ziehen. Pass auf, dann ziehen wir jetzt hier eine Straße. Ziehen die hier hinter den Gebäuden entlang. Das geht so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, so geht das. Ob das jetzt so schlau war, weiß ich nicht. Das sehen wir dann, wenn wir es fertig gebaut haben. Und dann nehmen wir das hier als... Kann ich hier keine Querstraße direkt verbinden? Ich würde hier gerne einmal nach oben gehen. Doch, geht. Kollision? Geht doch. Okay, machen wir hier mal so. Ich würde sagen, wir denken groß. Nein? Was ist hier im Weg? Ein Strommast? Ne, jetzt geht's. Nice. Gut. Was fehlte? Gemüse fehlt, oder? Nee. Obst hat gefehlt. Obst. Habe ich die Arbeit runtergedreht? Habe ich das nicht hochgedreht? Ah. Zack. Der ist noch auf Maximum. Okay. Hatte ich das hier auch reduziert? Ja. Da nicht. Genau, das war ja am Anfang, als wir die Probleme hatten mit den Arbeitern. Gut, jetzt brauchen wir hier Produktion, Obst, zack. So, jetzt müsste ich das eigentlich wieder beruhigen. So, die wollen ganz viele Bewohner haben. Ich wollte aber erstmal die Bedürfnisse abdecken. Also die sind zufrieden, ne? Die sind zu 100% zufrieden.
Die nächste Bevölkerungsstufe, denen fehlen die Möbel und die Gewürze, aka Chili. Okay. Die Müllabfuhr kriegt auch langsam Probleme, da können wir aber noch erweitern. Ja, dann würde ich sagen, Büros werden auch benötigt. Dann machen wir erstmal die Büros. Machen wir hier mal eins hin. Das müsste dann den Bedarf eigentlich ganz gut decken. Was ist denn die nächste Stufe? Okay, Facharbeiter haben wir genügend. Wir brauchen noch mehr Angestellte. Das heißt, wir müssen schon diese Art von Häusern hier bauen. Dann machen wir das doch mal. So. Gucken, inwieweit das hier ausreicht. Ja, das sah gut aus. Sehr schön. So, dann machen wir noch ein bisschen... Quatsch, die falsche Industrie. Moment, habe ich gerade die falschen gebaut? Woran sehe ich das? Welche Stufe das sich hier das Gebäude handelt? 9. Steht klein dran. Kleines. Am Bürokomplex steht ja nicht klein oder groß dran. Bürokomplex Zone 2, Bürokomplex Zone 1. Also das hier ist auf jeden Fall die Zone 2, das weiß ich. Ja, wird schon passen. Mittel. Mittel, klein. Dann habe ich hier die falschen gebaut. Warte mal ganz kurz. So, machen wir so. Wir können ja auch mischen. Wir müssen ja nicht immer hier so einen Block Wohngebäude machen und dann Block Büros, sondern wir können das ja auch einfach durchmischen. So. Und nun machen wir hier noch. Ich weiß nicht, wo haben wir denn unsere Versorgungs hier? Grundschule geht bis hier. Wir können ja auch hier die großen Gebäude hinmachen Richtung Hafen, ne? Hier so in dem Bereich. Oder fehlen uns Ziegel? Wir haben ein bisschen viel gebaut gerade. Und Wasser fehlt. Schon wieder. Alles klar? Oder haben wir irgendwas nicht abgedeckt? Das könnte hier so ein bisschen... Nee, das ist ein bisschen doof. So, jetzt haben wir auf jeden Fall den Bereich abgedeckt. Eine Lehmgrube sorgt... Na, das ist ja blöd. Noch eine Lehmgrube. Gut, langfristig brauchen wir das wahrscheinlich auch, ne? Von denen sollten wir die... Naja, gut. Jetzt schieben die das hier immer hin und her. Gut, wir müssen aber erstmal für Wasser sorgen. Haben wir schon die nächsten? Ja. Dann können wir schon die nächste Stufe bauen. Kleine Wasserpumpe, großer Wasserturm, kleiner Wasserturm. Aha, 120.000. Wo packen wir dich hin? Kein Wasser in der Nähe. Ach, das kommt hier an den Rand. Direkt am Müll, an der Mülldeponie das Wasser abgezapft. Das ist doch super, oder? Gibt auch 60.000 Wasser im Vergleich zu den normalen. Gut. Wasser müsste dann gleich dazukommen. Achso, wir müssen das Ding noch verbinden. So, haben wir das verbunden. Die Mülldeponie müssen wir eventuell erweitern. Nicht nur eventuell, sondern bestimmt. Wo war denn das? War das hier? Nee. Und? Okay.
Wasser ist gesorgt. So, jetzt haben wir noch 15 Minuten Zeit, eine Lehmgrube zu bauen. Das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich mache hier mal Pause. Wir entwickeln uns stetig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die dritte Folge von Hi-Rise City. Ich finde, ein sehr schönes Spiel und eine schöne Einstimmung vielleicht auch auf die zukünftigen Spiele, die noch rauskommen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.